So, hallo. Heute ist mein Gast die Katrin Hill und ich möchte am Anfang erstmal kurz erzählen, wie ich die Katrin Hill kennengelernt habe. Und zwar habe ich die Katrin so kennengelernt, bei der Online-Pilgerreise von Oliver und Martina Alt. Und als ich mir das Interview angeschaut habe, zwischen Martina Alt und der Katrin Hill, da war gleich so in mir so ein Gefühl, ich muss die Katrin irgendwie mal kontaktieren. Und das habe ich dann gemacht. Und daraus hat sich dann ein Skype-Gespräch ergeben. Wir haben uns verabredet und daraus ist dann Folgendes entstanden, dass ich angefangen habe, meine eigene Facebook-Seite zu starten. Inspiration für jeden Tag und weil sie mir dann damals den Tipp gegeben hat, fang doch einfach mal an. Es steht nicht immer alles gleich komplett fertig, alles auf den Beinen, sondern es braucht halt Entwicklung, fang erst mal an und dann alles Weitere entwickelt sich. Genau. So bin ich zu der Katrin gekommen und ja, vielleicht magst du noch kurz was zu dir erzählen, Katrin. Genau, ich hatte damals die Pilgerreise mitgemacht und von meiner Reise erzählt bis zum Facebook-Marketing-Experten, wo ich mittlerweile bin. Das war nämlich kein geradliniger Weg und das war eine spannende Geschichte, die Martina da bei mir rausgekitzelt hat. Und ich glaube, ja, wir haben uns, es ist jetzt schon über ein halbes Jahr her, dass wir uns kennen, ne? Ja. Ich glaube, es war im August oder September 2016, genau. Genau, ja. Ja, und nun bist du für mich in dem Fall eine sehr inspirierende Persönlichkeit oder Person, sage ich jetzt mal so, persönlich, ja, Person. Und nun war mein Ziel mit den Videos für Menschen, die sich am Anfang ihres Wegs befinden, irgendwie nicht so richtig wissen, wie und was sie tun sollen, ja, einfach unsicher sind, dass du vielleicht mal kurz deine Geschichte erzählst und was so für dich wichtige Erkenntnisse sind oder gewesen sind, ja, wo du viel mitgenommen hast, wo du gewachsen bist und die für dich einfach, ja, wegweisend waren, sag ich mal so. Also die Geschichte, wie ich schon erwähnt habe, war mein Weg nicht unbedingt geradlinig. Das heißt, ich fange mal nicht ganz hinten an, aber ich fange mal im Studium an. Ich habe Tourismus studiert ursprünglich, Tourismus und Marketing und wollte auch eigentlich in der Branche bleiben und habe dann aber irgendwann gemerkt, wenn man jetzt ins Tourismus-Marketing geht, kommt man dann online kaum vorbei. Und so war dann mein erster Job auch direkt im Online-Marketing für eine Tourismusfirma und ich fand das Thema total spannend, ja. Also ich habe mich da wirklich richtig reingekniet und innerhalb von einem Jahr dann alles gelernt von Suchmaschinenoptimierung über AdWords, über Facebook, alles, was irgendwie mit Online-Marketing zu tun hatte. Und daran habe ich halt gemerkt, ja, Tourismus hat mir extrem viel Spaß gemacht, aber daran habe ich eben auch gemerkt, man muss nicht stehen bleiben in seiner Entwicklung. Das heißt, wenn einem etwas Spaß macht und man sich da reinhängt, dann kann man es auch lernen. Auch für sich alleine. Also ich habe da keine Kurse besucht oder irgendwas, sondern ich habe mich wirklich jeden Tag hingesetzt, eine Stunde mindestens, hab mir was durchgelesen, habe ausprobiert. Und ich hatte natürlich auch, das war mein Glück, ich hatte eben auch die Möglichkeiten dazu. Das heißt, ich konnte ausprobieren damals. Das waren eben keine Zwänge. Wir waren ein sehr kleines Team und ich konnte auch mich wirklich ein bisschen ausprobieren und testen, das hat natürlich sehr geholfen, wenn man da dieses Umfeld hat, wo man sich dann auch wirklich ausleben kann, sag ich mal. Und das ist dann eine Entwicklung. Also ich sag mal, ich glaube, keiner macht heutzutage 40 Jahre lang eine Sache, sondern man probiert sich aus und guckt und testet, geht in verschiedene Richtungen und schaut, was am besten funktioniert. Das war damals das Online-Marketing bei mir. Und dann hat sich das irgendwann so ergeben, dass ich dann im Ausland, also ich bin mit meinem jetzigen Mann damals nach Neuseeland gegangen, habe nach einem Marketingjob gesucht und wurde dann quasi selbstständig dort,
weil da eine riesige Nachfrage war zu diesem Thema. Das heißt, es gab kaum Angebote, aber eine riesige Nachfrage, gerade von kleineren Unternehmen, die eben einfach auch eine Webseite haben wollten, die Social Media betreiben wollten, aber überhaupt nicht wussten, wo sie anfangen sollen. Ja. Und das habe ich dann angefangen, war damals ein Web-Angel. Habe einfach diese Möglichkeit gefasst. Ja? Also ich habe da als Tellerwäscher gearbeitet, als Putzfrau, bis ich dann irgendwann diese Möglichkeit hatte. Das hat ungefähr einen Monat gedauert. Und die habe ich dann gleich beim Schopfe gepackt und habe sie ergriffen, wurde Web-Angel und habe innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit einen Kundenstamm aufgebaut. Meine Bücher waren voll. Und das hat mir dann zurück in Deutschland auch die Kraft gegeben, hier anzufangen, weil in Deutschland natürlich die Konkurrenz ganz anders ist. Ja. Ich glaube, ob ich da so diese Kraft gehabt hätte, da mich selbstständig zu machen, weiß ich nicht. Aber ich kam mit den neuseeländischen Kunden zurück nach Deutschland 2012 und habe mich dann hier selbstständig gemacht und konnte dann eben schon mit einem Kundenstamm beginnen. Und trotz dieser weiten Entfernung, also teilweise 12 Stunden Zeitunterschied, war das überhaupt kein Problem, weil wir sind ja im Online-Zeitalter. Ja, so hat sich das dann entwickelt. Und von den Menschen her habe ich immer versucht, also ich hatte auch mal Partnerschaften, Business-Partnerschaften, die nicht so gut gelaufen sind. Ich glaube, daraus konnte ich lernen, dass ich immer auf mein Bauchgefühl hören muss. Also im Nachhinein habe ich immer gesagt, oh Gott, da wusste ich von Anfang an eigentlich, da funktioniert was nicht. Ja. Da hat dann wahrscheinlich mein Ego gesagt, mit dem kannst du jetzt was Großes aufbauen oder so. Aber also mein Tipp in diesem Zusammenhang, immer aufs Bauchgefühl hören. Ja, also wenn das von Anfang an schon nicht stimmt, bloß nicht aufs Geld achten oder irgendwas anderes. Immer aufs Bauchgefühl hören. Wenn da irgendein Zwicken ist, sofort Finger weg. Das ist so mein Tipp auf jeden Fall, wenn es um Menschen geht, ja, wenn man überlegen möchte, was will man machen. Und gerade wenn es in Richtung Arbeit geht, habe ich für mich herausgefunden, dass es entscheidend ist, dass man eben das macht, was einem Spaß macht und das weiter festigt. Das heißt, ich habe in Deutschland 2012 dann auch mit Webseitendesign und SEO, was ich alles schon erwähnt hatte, eben was ich alles konnte, also ein riesenbreites Portfolio. Ja. Und das hat sich dann immer weiter verfeinert zu einem Thema, was mir am meisten gelegen hat, und das war am Ende dann Facebook. Das heißt, ich habe das immer weiter, ich habe erstmal mich ausprobiert, alle Sachen gemacht und geguckt, was gefällt mir denn jetzt davon am besten, wo kommen vielleicht auch die meisten Fragen. Und dann habe ich mich irgendwann ganz spitz positioniert zu diesem einen Thema Facebook. Und das ist so auch so meine Empfehlung. Ich glaube, ich könnte jetzt kaum meinen Masterkurs zum Beispiel anbieten, wo ja letztendlich es komplett um Online-Marketing geht, wenn ich nicht das alles schon mal ausprobiert hätte. Wenn ich nicht wüsste, wie das alles funktioniert und wie es alles zusammenhängt. Deswegen, man kann nicht erwarten, dass man von heute auf morgen zum Experten wird. Man muss einfach erst mal loslegen, ausprobieren und viele Sachen testen, um so ein bisschen rauszufinden, was einem denn so wirklich liegt und auch Spaß macht. Also das, was ich jetzt auch immer wieder bei mir selber merke und auch jetzt so aus deinem heraus gehört habe, dass es wichtig ist, generell erstmal anzufangen. Genau. Wie du damals bei dem Tourismus, und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Du hast das Tourismus gemacht und dann hat sich das so Stück für Stück ergeben und darüber bist du ja dann eigentlich in dein jetziges hineingewachsen und eben hast dich ausprobiert. Und das ist, glaube ich, die Angst, was ich bei mir auch immer wieder selber spüre. Die Angst, dann was Falsches zu machen oder so schlechte Erfahrungen zu machen. Aber genau das ist ja das, woran wir dann eigentlich wachsen im Endeffekt. Genau, also gerade die Fehler, die wir machen, daran wachsen wir. Ja. Und wir können die Fehler vermeiden. Und das so sehe ich das. Wir können sie nur dann vermeiden, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die einem dabei helfen können, die vielleicht den Fehler schon mal gemacht haben, ja, und ihn uns nicht nochmal machen lassen. Ja, das heißt also, ich habe immer einen Business Coach gehabt, habe den auch gewechselt, wenn sich meine Ziele verschoben haben. Das heißt, man muss sich wirklich mit den Menschen umgeben, die auch selbe Ziele ungefähr haben. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Coach oder eine Mastermind-Gruppe. Das ist das, was jetzt mich wirklich nochmal einen Schritt weitergebracht hat, weil mein direktes Familienumfeld mich business-technisch nicht versteht. Ja, also ist ganz klar, mein Mann will von Webinaren nichts wissen oder von Facebook-Marketing interessiert ihn kein Stück. Und deswegen muss ich mir das jetzt, diese Informationen und diesen Austausch woanders herholen. Okay.
Ja, also können wir dann wirklich so zusammenfassen, dass es so das erste Schauen, was einen Spaß macht, aufs Bauchgefühl hören. Das ist so was Generelles, ob nun im normalen Leben oder dann halt auch im Geschäftlichen, dieses aufs Bauchgefühl hören und dann halt tun und machen, sich ausprobieren. Und ja, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, dieses sich so ein gewisses Umfeld schaffen, was einen trägt irgendwie und was einem bei der Weiterentwicklung irgendwie hilft. Ob das nun Coach ist oder Mastermind-Gruppen, wo man sich dann halt zusammensetzen kann und sich so Stück für Stück Genau. ja, Ein entwickeln. Erfolgspartner oder ähnliches, ja. Irgendjemanden, dem man so ein bisschen Rechenschaft schuldig ist, Ja. damit man auch weiterkommt, ja, damit man seine Ziele auch erreicht, weil ich kenne das. Ich habe ein Ziel, ich will jetzt, ich sage es nicht laut, aber ich will jetzt seit über einem halben Jahr einen Podcast starten und kriege es einfach nicht hin, weil ich mir kein festes Datum setze und niemandem fest sage, dass ich es machen will. Wenn ich Ja. das einmal machen würde, dann hätte ich selber den Druck in mir. Ja, deswegen so ein Erfolgspartner oder irgendjemanden, dem man Rechenschaft schuldig ist, das bringt einen wirklich weiter und das lässt einen auch dann Ziele wirklich umsetzen. Das Ja. ist so mein Tipp, den ich vielleicht nochmal mitgeben kann. Okay. Ich sag mal so, das waren jetzt relativ viel in dieser kurzen Zeit, aber das war ja auch im Prinzip so mein Ziel, meine Vorstellung. Und ja, da danke ich dir für das Gespräch, Sehr gerne. für deine Infos, was du mitgeben kannst. Und jo, dafür sage ich Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Und dann wünsche ich den Zuschauern ja noch einen schönen Tag und viel Spaß. Oder ich hoffe, dass ihr viel Spaß bei dem Video hattet. Tschüssi. Tschüss.